Der Liveball hat am Samstag im und vor dem Wiener Rathaus sein Comeback gefeiert. Unter dem Motto Recognize the Danger wollte Organisator Gary Kessler weg vom Promi-Hype und mehr Konzentration auf das eigentliche Thema lenken, den Kampf gegen HIV und AIDS. Er hat vielen Menschen das Leben gerettet, der Liveball. Und ja, eigentlich nein, er braucht sich nicht neu erfinden. Der Liveball weiß ganz genau, wer er ist und wofür er einsteht. Er will weiterhin ein starker Fels in der Brandung sein, in unsicheren Gezeiten. Er will einfach die Geschichten erzählen von all jenen, die ihre Geschichten leider nicht mehr erzählen können. Er will die Geschichten erzählen von den Menschen, denen niemand zuhört, und die Geschichten von all jenen, die noch gar nicht geboren sind. Er ist etwas, das uns ständig ins Bewusstsein erinnert, das unser Bewusstsein ständig erinnern soll, was unsere Gesellschaft ausmachen muss: Leben und Leben lassen. Die Eröffnungsshow war eine Zeitreise in die 20er und 30er Jahre. Stars hatten sich zwar auch heuer wieder angekündigt, doch diese agierten als Botschafter ihrer AIDS-Hilfsorganisationen, wie etwa die britische Soul-Sängerin Joss Stone. This is an amazing event. I can't believe it. I'm in shock. It's so, so beautiful. Oder Supermodel Naomi Campbell, die die Elton John AIDS Foundation repräsentierte. It's good to be here. Again, at the Liveball. Thank you so much, Jerry, for having me. Und nach der spektakulären Eröffnung warfen sich die Ballgäste ins Getümmel im Rathaus. Seid ihr jedes Jahr so kostümiert, dass euch das überlegt? Ja, schon einer die letzten Jahre schon. Ja, schon immer mit Kostüm. Es macht mehr Spaß. Die Idee ist, das barocke Memento Mori zum Liveball zu bringen. Okay. Wisse und erinnere dich deines Todes und genieße das Leben. Ja, das schon. Das ist mir die Schuhe. Dass man noch gehen kann, dass man sich bewegen kann, dass man noch tanzen kann. Also schauen wir schauen immer, dass wir auch noch mit der U-Bahn fahren können. Dass es nicht kalt ist. Dein erster Liveball ist das nicht, schätze ich mal. Nein, das ist mein vierter Liveball. Aber er ist einer der besten, denn er geht zurück zum eigentlichen Thema. Und das ist wichtig. Die ganzen Promis sind gut, aber die Sache, die ist wichtig. Liveball 2017 Vienna. Know your status.